Einen wunderschönen guten Tag von der www.keyword-akademie.de. Hallo Rainer. Hallo Dennis. Mein Name ist, genau, ist ja Dennis. Ja. Hast du ja gerade gesagt. Hast fast vergessen, oder? Ich habe fast vergessen. Apropos vergessen. Ja. Wir hatten bei uns im Forum auf der Seite www.keyword-akademie.de, da haben wir auch ein eigenes Forum. Und da war eine Frage, was die Talk-Taste bedeutet, wie man eventuell die Funktion dementsprechend ändern, anpassen kann. Mhm, genau. Ja, und wo man sie vielleicht einsetzen könnte. Genau, richtig. So. Ja, schauen wir uns das mal an, oder? Dann schauen wir uns mal an. Wir sind schon auf in diesem Bildschirm mit diesen Informationen, aber wir fangen ganz vorne an. So. Raus damit, genau. Und Talk-Taste ist übrigens hier, Talk, alles aus. Alles aus. So. Jetzt wollen wir ganz schnell rein. Ja, oder? Was ist denn überhaupt Talk-Taste? Talk-Taste bedeutet eigentlich, dass wir im Live-Einsatz ganz schnell mal unsere Stimme ohne Effekt einsetzen können. Ah, macht vielleicht dann Wenn Sinn. Wenn wir singen, dann haben wir Hall drauf, eventuell Chorus, Echo und solche Dinge. Aber bei der Moderation stört das natürlich ungemein. Da gibt es aber noch ganz viele, die das machen. Ne? Dann ist das Lied zu Ende und trotzdem ist noch das Delay oder Hall drin. Ja, genau. Ja. Und das ist dafür mit der Talk-Taste. Übrigens kann ich die Talk-Taste auch mit dem Fußschalter an- und ausmachen. Mhm, klar, muss ich nur entsprechend belegen, ne? Genau, richtig. Gut. Ja, gehen wir mal rein, ne? Mal wieder, Direct Access, ganz klar, zack, und dann Talk drücken. Und dann können wir, wenn wir dann hier diesen Talk-Button drücken im Display, das entsprechende Menü aufrufen. Das ist hier unten, Talk Mixing steht da. Mhm. Einige wenige Parameter. Damals bei der Tyros-Serie war es immer so, da war tatsächlich werksmäßig belegt auf der Talk-Taste ein Reverb von, ich glaube, 20 war da, glaube ich, voreingestellt. Sogar ja, das weiß ich noch, Und das hat immer genervt. Ne? Ja. Das war das Erste, was man gemacht hat. Also erstmal Talk aktivieren und dann den Hall reduzieren auf 0, denn dafür braucht man es ja eigentlich. Mhm. Das steht aber jetzt auch werksmäßig im Genos tatsächlich auf 0, Chorus auf 0, klar. Panorama ist auch logisch, ne? Im Stereobild verteilen. Wenn wir eine Ansage machen, soll die natürlich schön aus der Mitte kommen. Gut, aber umgekehrt, jetzt fange ich schon mal wieder an zu denken, ich weiß nicht, ob das falsch ist, wenn ich jetzt die Talk-Taste nicht unbedingt bräuchte, könnte ich mir auch so ein Reverb und so ein Chorus und so als Talk-Taste quasi als Effekt nehmen. Als Variation vielleicht, ne? Genau. Ja. Das geht auch, natürlich, richtig. Ja. Aber das Interessante finde ich hier in Bezug auf die Talk-Taste ist diese Geschichte ganz rechts außen unten, Level Reduction. Das heißt, wenn wir jetzt ins Mikrofon sprechen, und wechselmäßig steht es eben so, 0 dB, das heißt, wir sprechen ins Mikrofon und die Musik aus dem Genos, ob MIDI-File oder beziehungsweise Style, wird davon nicht betroffen. Aber wenn wir jetzt den Regler benutzen, um reduzieren das Ganze meinetwegen um die Hälfte, um hier um 10 dB, dann hören wir im Ergebnis eben, wenn wir die Talk-Taste drücken, dass unsere Stimme zu hören ist und die Musik in dem Moment leiser wiedergegeben wird. Wie so eine Voice-Over-Funktion, ne? Und zwar ganz, ganz weich wird es runtergeblendet. Wollen wir das mal testen? Das testen wir mal. Du hast zufällig ein Mikrofon hier haben wir ein Mikrofon mitgebracht, mal eben so ein einfaches hier so. Zack. Oh, schick aussehen. Okay, also das hast du bei euch aus dem Musikladen, ne? Ja, ist ein einfaches, genau. Das ist ja egal. Ja. So. Jetzt, das ist erstmal die Ursprungsform. Ich muss jetzt einen Style anmachen. Genau. Was haben wir da? Okay. So, wenn der ist so nervig. Der darf ich einen anderen nehmen. Ja, du darfst. Kann ihn nicht, was ich will. Kann ihn nicht mehr hören. Na. Schlimm. Was darfst du sagen? Ja, klar. Jatz. Akustik-Jatz. Genau. So, wenn wir jetzt sprechen. Jetzt hört man. Ich drehe das mal weg. Mhm. Jetzt muss man eigentlich den Genos pur hören mit der Stimme des angeschlossenen Mikrofons. Mhm. Und jetzt gehen wir wieder rein, Direct Access, Talk-Taste. So, wir haben jetzt noch volle Pulle und wir hören den Style jetzt genau gleich laut, ob ich die Talk-Taste drücke oder nicht. Mhm. So, jetzt gehen wir wieder rein und reduzieren das mal. Und jetzt haben wir eben durch Drücken der Talk-Taste im Ergebnis die Musik reduziert. Das heißt, ich kann jetzt eine Ansage machen mit reduzierter Lautstärke. Vielleicht ein bisschen heftig, ne? Aber du siehst auch gerade Vocal Harmony an. Machen wir auch mal. Genau, so. Stimmt. Das hört man jetzt ja eigentlich gar nicht, weil die Monitore relativ leise sind. So, aber jetzt ist es tatsächlich so, dass wir wunderbar eine Moderation über die Klangbasis halten können. Und wenn ich wieder spielen will und singen will, drücke ich einfach die Talk-Taste. Mhm.
und die Musik fährt langsam hoch. Schön gefühlvoll, also nicht so ruckartig, sondern schön mit einer weichen Kurve. Und wir können wieder singen mit Effekt und allem drum und dran. Bist du dran? So, pass auf. Ah, Kabel haben wir auch. Also das, ich spiele jetzt hier, ja. Und jetzt merke ich, die Leute sind gut drauf. Ja. Aber es ist zu Ende. Sind die bei dir gut drauf, wenn du Musik machst? Hey, die Leute feiern ab. Okay, gut. Okay, jetzt sprechen wir doof. Also ich müsste jetzt erst das drücken, sonst hören wir nicht. Richtig, ganz genau. Okay. Okay, dann kann ich hier drauf drücken. So, liebe Gäste, das war Cha-Cha-Cha. Nee, wir sind ja im Jazz. Swing. Ja? Ja, und ich würde sagen, jetzt ab an die Theke. Und dann, also drücke ich dann hier drauf und er macht trotzdem weiter. Das ist egal. Ich drücke hier drauf. Ja, das ist davon unabhängig. Genau. So. Ja, okay, ich dachte, dass er dann auch aufhört. Dass, wenn der Style aufhört, dass der Talk dann wieder ausgeht. Nein. Das ist, den kann ich manuell schalten, so wie ich gerade möchte. Okay. Ja. Super Tipp. Einfaches Ding, aber eine wichtige Funktion hier, dass man da die eigene Stimme noch besser zu Gehör bringen kann. Okay. Ja. Wenn man Mikros braucht, bei euch. Na klar. Gibt es, ihr habt mehrere. Ja, nicht nur das. Ja, super, alles klar, vielen Dank. Unser Redaktionsleiter hat mir heute gesagt, ich soll öfters darauf hinweisen, dass man den Daumen nach oben machen soll, klicken soll. So. Ich auch? So. Ja, also bei YouTube. Jetzt ist es ja so, dass viele gar nicht angemeldet sind. Also man kann sich bei YouTube, also viele können das gar nicht machen, weil sie nicht angemeldet sind. Das geht, glaube ich, nur, wenn man angemeldet ist. Ja, aber ich bin auch nicht so ein Fachmann. Ja, okay. Auf jeden Fall würden wir uns natürlich freuen, an dieser Stelle schönen Gruß auch an Michael, wenn ihr uns den Daumen nach oben gibt oder wenn ihr es auch teilt, das unterstützt uns bei der Arbeit. Ja. Und wir merken immer wieder Zuspruch und so soll es auch sein. Und ich würde sagen, bis bald, sagen Rainer und Dennis von der www.keyboard-akademie.de. Tschüss.